Und damit servus und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Die Tölzer Löwen haben die Heilbronner Falken empfangen. Saisonstart. Die Hauptrunde hat begonnen. Allererster Spieltag. Es war ein 3:2 vor 1305 Zuschauern. An meiner Seite wie immer natürlich die beiden Headcoaches. Zu meiner Rechten Headcoach von der Heilbronner Falken, Martin Jiranek. Servus. Und zu meiner Linken Axel Kammerer, Headcoach von den Tölzer Löwen. Ja, zuallererst schön, dass ihr alle da seid. Premiere heute im VIP-Raum. Endlich eine öffentliche Pressekonferenz, gab es das so bei Tölz auch noch nicht. Gut, dann fangen wir mal an mit den Stimmen. Zuallererst natürlich der Gästetrainer. Wie haben Sie das Spiel empfunden? Ja, erstmal guten Abend, Axel. Glückwunsch zum Sieg. Ich habe ein intensives Spiel gesehen. Nicht normal für den ersten Spieltag. Aber man hat gesehen, dass beide Mannschaften wollten unbedingt in der Saison einen guten Start haben. Ich habe den ersten Drittel ausgeglichen gesehen. Wir hatten unser erster Überzahl zwei Pfosten getroffen und die haben auch ein paar gute Chancen. Aber ausgeglichenes Spiel, erst 20 Minuten. Zweite Drittel, ich habe gesehen, die ersten 4-5 Minuten, wir hatten die Upper Hand, wir hatten den Vorteil in Überzahl, aber wir hatten gar nichts gemacht. Das war eine schlechte Überzahl. Und dann wir hatten das Momentum verloren. In der zweiten Drittel, bei Tolzett, die war die dominierende Mannschaft. Die hatte 1-1. Geschossen, Nachwehr hatte 1-0, aber ich war zufrieden mit der 1-1. Zweite Drittel, 20 Minuten, ich habe zu den Jungs gesagt, egal wie das war, 40 Minuten ist vorbei, gibt es nur 20 Minuten. Wir schießen eine 2-1 wieder, Momentum. In Eishockey ist immer Momentum Swings. Und ja, die hat nicht aufgegeben, ich muss ehrlich sagen, die hat weiter gekämpft und schießt eine 2-2. Wir verlieren unsere Zweikämpfe für unser Tor. Und dann eine blöde Strafe und ja, ein Schuss von der blauen Linie und 3-2. Torhüter aus, alles probiert, aber ja, ich denke, Bad Tolz hat das verdient, gewonnen. Und ja, Glückwunsch und viel Glück für das Rest. Ja, danke. Vielen Dank, faires und ehrliches Statement an dieser Stelle. Natürlich, Axel, Glückwunsch zum Sieg. Dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend. Danke für die Glückwünsche und die kann ich nur meiner Mannschaft weitergeben. Ich bin wirklich total stolz, welches Spiel wir heute gezeigt haben. Wie der Frank schon sagt, es war ein sehr intensives Spiel heute. Sehr schnell, auch wenig Fehler eigentlich. Also es war schon auf einem sehr hohen Niveau heute, dieses Spiel. Und ich bin wirklich sehr stolz, dass meine Mannschaft schon jetzt schon so weit ist, auf dem Niveau zu spielen. Erste Drittel, eigentlich alles, was der Frank gesagt hat, das erste Drittel war ausgeglichen. Das Spiel war gezeichnet von zwei sehr guten Torhütern, aber wir haben auch sehr diszipliniert gespielt. Es hat nicht so viele leichte Fehler gegeben. Zweite Drittel, es war so, da hat es zwei Strafzeiten für uns gegeben und wir haben ein bisschen den Rhythmus verloren. Also wir haben zwar da, ja, wir waren da fast 5 Minuten oder wir waren in Unterzahl und dann ist Heilbronn einfach besser ins Spiel gekommen und nutzt es dann auch zum 1-0. Aber trotzdem, wir haben heute eine unwahrscheinliche Widerstandsfähigkeit gehabt. Wir haben uns nicht aus der Bahn bringen lassen. Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Es war eine tolle Mentalität von der Truppe. Und wir haben dann, wir waren dann nochmal 2-1 auch nochmal hinten und wir haben uns nochmal zurückgebissen. Und also nochmal, großes Kompliment an meine Mannschaft. Es war ein großer Teamerfolg in einem hervorragenden Eishockeyspiel, also von beiden Seiten. Auch Heilbronn hat sehr gut gespielt. Also es war wirklich ein hohes Niveau für Oberliga. Und wir sind natürlich heute sehr zufrieden, dass wir an so einen starken Gegner heute nicht nur niedergerungen, sondern wir haben auch gut gespielt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben die Scheibe gut laufen lassen, wir hatten genügend Chancen. Also es war beides. Also großer Kampf und aber auch gut, überzeugende spielerische Leistung. Und wir freuen uns heute sehr. Ja, danke dir auch, Axel, für dein Statement zum Spiel. Ja, jetzt stelle ich normalerweise immer Fragen. Jetzt können Sie Fragen stellen. Ich weiß nicht, irgendwelche Pressevertreter. Ich schaue ins zweite Rund. Möchte jemand etwas fragen? Zum ersten Mal die Möglichkeit. Auf geht's. Wirkt gerade nicht so. Na gut, dann stelle ich eine Frage an Sie. Alle drei Kontingentstellen gewechselt. Wie ist man da jetzt so zufrieden?
gerade wenn man die Vorbereitung anschaut, jetzt hier den Start ins erste Spiel? Ja, was hat passiert letztes Jahr? Es ist eine gute Liga. Du siehst, alle Ergebnisse sind eng. Und die drei Ausländer, die sind jung. Wir haben zwei, die sind geboren 2002. Die brauchen ein bisschen Zeit, aber ich mache mir keinen Gedanken. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Und ja, du siehst, wie intensiv die Saison ist. You know, das erste Spiel, alle können alle schlagen. Wir müssen bereit sein und wir sind kein Ein-Mann-Team. Team wins am Ende und das ist, warum Bad Totzeit heute gewonnen. Weil die hat gewonnen als ein Team. So, für mich, ob es neu rein, neu raus, neue Spieler rein, passiert überall. Aber wie ich gesagt, ich bin zufrieden mit der Art und Weise, nur das Ergebnis nicht. Verständlich, da kann ich natürlich nachsehen. Ja, genau. Und mein Name. Ja, das nehme ich nämlich auf meine Kappe, auf jeden Fall absolut richtig. Genau, Oderkirk ist sehr bekannt vom Piting, denn die zwei Jungen, was Sie angesprochen haben, beide 22 Jahre jung, auf jeden Fall gut schon gescored in den anderen Ligen. Und ja, dann vielleicht noch eine Frage an beide Coaches. Ich fange natürlich beim Gast an. Von der Vereinsseite hat man ja sicherlich so ein Ziel vorgegeben. Können Sie da vielleicht sagen, was ist Ihr Ziel? Ist es auf jeden Fall der definitive Aufstieg? Für uns, wir versuchen Tag für Tag. Wir wollen uns verbessern. Wir gucken nicht so weit vorne. Du siehst, jeder kann jeden schlagen. Wir müssen bereit sein, jeden Tag 100% da sein, fokussiert. Du musst viel investieren, wenn du willst, erfolgreich spielen. So wie gesagt, ich gucke nicht so weit vorne, was der Verein denkt, interessiert mich nicht. Das ist, was wir als Gruppe und Mannschaft denken. So, ja. Dankeschön. Genau, Axel, wir haben es ja eigentlich schon immer öffentlich kommuniziert. Vielleicht jetzt nochmal hier in die Runde. Ja, was heißt das Ziel? Ich habe es ja schon im Podcast auch schon gesagt. Also, es hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber für mich, ich habe einen anderen Ansatz. Ich sage, der Weg ist das Ziel. Wir müssen einfach kontinuierlich diese Leistung bringen oder uns auch immer wieder verbessern und dann, damit wir stabil sind und dann haben wir auch, zwar letztes Jahr auch, dann haben wir einen Lauf bekommen und dann ist im Grunde genommen alles möglich. Also ich will jetzt gar keinen irgendeinen Druck da erzeugen, weil die Liga, wie der Frank auch schon sagt, es ist einfach so ausgeglichen. Es ist jedes Spiel so schwer zu spielen. Deswegen gibt es da kein klares Ziel jetzt. Also mich interessiert jetzt eigentlich nur das, also heute mal gleich gar nichts. Jetzt, irgendwann müssen wir einmal entspannen und ab morgen ist das nächste Spiel wichtig. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Und das nächste ist natürlich mindestens genauso schwer, wenn man es sein entdecken darf. Das ist jetzt auch nicht gerade der einfachste Gegner. So ist es, genau, das ist angesprochen. Also am Sonntag geht es für uns dann nach Deggendorf. Auf jeden Fall schon mal viel Erfolg dafür. Für unsere Gäste geht es dann nach Hause. Am Sonntag dann gegen Piting. Ich wünsche Ihnen erstmal eine gute Heimfahrt, dann viel Erfolg auf jeden Fall am Sonntag und nächstes Mal sitzt dann auf jeden Fall mein Name. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.